Bist du auf der Suche nach einer großen Liebe? Falls ja, bedenke bitte Folgendes. Was passiert, wenn du intensiv nach etwas suchst? Wirst du immer lockerer, immer entspannter, immer attraktiver für deinen Seelenpartner? Oder kann es sein, dass du umso mehr verkrampfst, je länger du suchst, dass du dir deine eigene Anziehungskraft raubst? Wir alle kennen das doch. Wenn wir etwas unbedingt wollen, dann stehen wir uns selber im Weg. Und bestimmt bist du positiv überrascht, wenn ich dir jetzt die Idee dieser Hypnose mitteile. Du wirst eben nicht länger gezielt suchen, sondern du wirst jemanden für dich suchen lassen. Und zwar jemanden, der immer findet, was er sucht. Und dieser jemand, das ist dein Unbewusstes. Wenn du es auf Liebe programmierst, dann kannst du völlig entspannt und locker bleiben. Denn es, dein Unbewusstes, das sucht von ganz allein. Und es wird deinen Seelenpartner anziehen. Das verspreche ich dir. Mein Name ist Martin Wehle und ich begleite dich auf dieser Reise zur großen Liebe. Vielleicht ist dein Verstand von dieser Idee noch nicht völlig überzeugt, doch tief innen weißt du es schon lange. So manches Mal, wenn jemand scheinbar zufällig auf seine große Liebe stößt, dann war es eben gar kein Zufall. Nur hat dieser Mensch nicht bewusst gesucht, sondern unbewusst. Und damit viel, viel effektiver. Und dein Unterbewusstsein wird durch dein Herz vertreten. Es ist ein Magnet, dein Herz, und es kann ein anderes Herz anziehen. Also, lass uns loslegen. Vielleicht verspürst du schon das Bedürfnis, es dir jetzt ganz bequem zu machen. Dich vielleicht zum Einschlafen hinzulegen, denn diese Meditation wird dich wunderbar entspannen und müde machen. Gut möglich, dass du, wenn du jetzt deine Position gefunden hast, schon bemerkst, wie dein Atem immer ruhiger geht. Du atmest ein, diese wunderbare, sauerstoffreiche Luft, die deinen Körper mit Lebendigkeit füllt. Und du atmest aus. Du atmest ein und du atmest aus. Du atmest ein und du atmest aus und kannst beim Ausatmen alles loslassen. Alle Gedanken loslassen. Alle Sorgen loslassen. Alles, alles loslassen. Ich frage mich, ob du schon spürst, wie sich eine wunderbare Entspannung in deinem ganzen Körper ausbreitet, wie deine Hände immer wärmer werden, wie deine Füße immer wärmer werden,
wie dein ganzer Körper immer mehr entspannt. Dein Körper wird schwer, er zerfließt mit der Unterlage, so wie zwei Wolken miteinander zerfließen und am Himmel eins werden. Beobachte deinen Atem. Du atmest ganz von allein. Du atmest ein und du atmest aus. Dein Körper weiß, was er zu tun hat. Und genauso weiß dein Herz, wen es als deinen Seelenpartner zu suchen hat und wie es ihn zu suchen hat. Du musst ihm nur den Auftrag dazu erteilen. Gut möglich, dass du jetzt die Lust verspürst, mit deinem Herzen ein paar Takte zu reden. Vielleicht magst du ihm jetzt den wichtigsten Auftrag von allen erteilen. Und vielleicht spürst du schon, dass dein Herz ihn herzlich aufnehmen und zuverlässig ausführen wird. Denk das, was ich jetzt sage, einfach mal mit, dann entfaltet es eine ungeheuer starke Wirkung in dir. Mein liebes Herz, ich will mich bei dir bedanken. Mein liebes Herz, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du seit meinem ersten Tag auf der Welt so zuverlässig schlägst. Ich bin dir dankbar für das Leben, das du durch meinen Körper fließen lässt. Mein Herz, du warst immer für mich da, in den hellsten und in den dunkelsten Stunden. Mein Herz, du bist mein treuster Diener. Und ich weiß, dass du alles tust, was für mich wichtig ist. Und jetzt, mein Herz, jetzt brauche ich einen Seelenpartner, eine große Liebe. Ich weiß, dass ich liebenswert bin. Ich weiß, dass ich der Liebe wert bin. Ich weiß, dass ich einen anderen Menschen glücklich machen kann. Ich weiß, dass ich Liebe verdiene. Ich weiß, dass ich reif für die Liebe bin. Ich weiß, dass die Liebe mich größer macht. Ich rage dann mit meinem Kopf bis in den Himmel. Ich weiß, dass die Liebe mich leichter macht. Ich gehe dann wie auf Wolken. Mein liebes Herz, du bist mein treuster Diener. Und ich weiß, dass du alles tust, was mich glücklich macht. Und nun beauftrage ich dich,
zieh meinen Seelenpartner an. Zieh meinen Seelenpartner an, so wie ein Magnet die Eisenspäne anzieht. Zieh meinen Seelenpartner an, so wie ein Strudel ein Papierboot anzieht. Zieh meinen Seelenpartner an, so wie ein Wirbelwind die Blätter anzieht. Zieh meinen Seelenpartner an, so dass er zu mir kommen muss. Zieh meinen Seelenpartner an, ganz egal, wo er sich jetzt in diesem Universum bewegt, zieh ihn an, bis die Liebe uns vereint. Ich weiß, dass ich anziehend bin, sobald ich mir erlaube, ich selbst zu sein. Ich weiß, dass ich meinen Traumpartner bekomme, sobald ich mir erlaube, meinen Traum zu leben. Ich zeige mich der Welt, wie ich wirklich bin. Und deshalb wird meine große Liebe Wirklichkeit. Ich zeige mich mit all meiner Leidenschaft. Und deshalb ziehe ich eine leidenschaftliche Liebe an. Ich zeige mich mit all meinen Träumen. Und deshalb ziehe ich eine traumhafte Liebe an. Ich bin voller Liebe. Ich bin liebevoll. Und deshalb ziehe ich den liebevollsten Menschen des ganzen Universums an. Die Liebe führt uns zusammen. Die Liebe hält uns zusammen. Die Liebe macht uns eins. Mein Herz, mein liebes Herz, schick deinen Magnetismus ins Universum. Wie du schlägst, ohne dass ich darüber nachdenke, ziehst du ab sofort meinen Traumpartner an. Du ziehst ihn so an, dass er zu mir kommen muss und will. Du ziehst ihn so an, dass ich auf ihn zugehen muss und will, ohne es zu bemerken. Du ziehst ihn so an, dass unsere Herzen sich finden, dass unsere Lippen verschmelzen, dass unsere Seelen verschmelzen, dass unsere Herzen verschmelzen. Mein Herz, mein liebes Herz, ich weiß, dass du mir die große Liebe bringst.
Lass diese Affirmationen ein wenig auf dich wirken. Hast du schon bemerkt, wie viel Zuversicht dir gewachsen ist? Hast du schon bemerkt, dass du dich gar nicht mehr fragst, ob du deinen Seelenpartner findest, sondern nur noch wann? Und jetzt darfst du dir die Chance geben, einmal in deinen Brustraum zu spüren. Achte darauf, wie dein Herz regelmäßig schlägt und wie es deinen Körper wärmt und ihn immer schwerer und müder macht. Und wenn du jetzt ganz genau in dich spürst, wirst du die magnetische Strahlung wahrnehmen, die schon von deinem Herzen ausgeht. Stell dir diese Strahlung aus deinem Herzen in einer Farbe vor, die du ganz besonders magst. Und jetzt lass es zu, dass diese Farbe immer intensiver wird, so wie die Glut eines Feuers an Farbe gewinnt. Stell dir vor, wie diese Strahlung hinaus in die Welt strahlt, hinauf bis zum Himmel strahlt, wie ein wunderbarer Liebesstrahl. Und stell dir vor, wie dieser Strahl irgendwo da draußen empfangen wird von deinem Seelenpartner. Stell dir vor, wie der Magnetismus dieser Strahlung deinen Seelenpartner erfasst und wie er sich jetzt, genau jetzt, auf den Weg zu dir macht. Stell dir vor, dass ihr euch ab jetzt, ab genau jetzt, mit jedem Tag, mit jeder Stunde, mit jeder Minute näher kommt. Stell dir vor, ihr lauft aufeinander zu, mit offenen Armen und offenen Herzen. Stell dir diese Umarmung jetzt ganz intensiv vor. Irgendwo an einem schönen Ort, vielleicht in der Natur, vielleicht an einem verschwiegenen Meeresstrand in einer Sommernacht. Während die Brandung ganz leise rauscht, als wäre das Meer am Flüstern und die Finger deines Seelenpartners greifen wie ein sanfter Sommerwind in deine Haare.
und streichen über deine Haut so warm und sanft, bis alles in dir vor lauter Liebe und Erfüllung kribbelt. Es ist so gut zu wissen, dass alles wie von allein geschieht. Dein Herz wird für dich die Suche übernehmen. Dein Herz wird dafür sorgen, dass du dich automatisch auf deinen Seelenpartner zubewegst und er auf dich. Liebe liegt in der Luft, du atmest sie ein. Liebe kommt auf dich zu, du breitest die Arme aus. Liebe ist immer dort, wo du sie wahrnimmst. Du bist offen für die Liebe. Denn dein Herz weist dir ab heute den Weg. Dein Herz zieht die Liebe an. Und du folgst ab heute deinem Herzen. Genieße es jetzt, dass dein Herz in der Brust noch einmal aufglimmt. In dieser Farbe, die du so sehr magst. Genieße es jetzt, dass dein Atem immer ruhiger geht, dein Schlaf immer näher und näher kommt, während du weißt, dass deine Liebesstrahlung hinaus in die Welt, hinaus in die Nacht, hinaus ins Universum geht. Genieße es jetzt, dass du vielleicht schon erste Traumbilder vor deinen Augen siehst. Vielleicht sogar Traumbilder von deinem Traumpartner. Denn weil dein Herz jetzt auf Liebe programmiert ist, wirst du liebevoller leben, liebevoller schlafen und liebevoller träumen. Mag sein, dass du den Schlaf jetzt mehr als je zuvor genießen kannst, weil du weißt, dass du auch im Schlaf deinen Seelenpartner anziehst und dein Glück anziehst und deinen inneren Frieden anziehst. Und du wirst fasziniert sein, wie tief dein Schlaf sein kann, wenn du ganz auf dein Herz vertraust, auf seinen regelmäßigen Schlag und auf seine magnetische Strahlung, mit der es in die Welt leuchtet.
mit der es bis zum Himmel leuchtet und mit der es deinen Seelenpartner im Schlaf anzieht. In jenem Schlaf, für den du dich jetzt vollkommen entschieden hast, und in den du sanft, ganz sanft gleitest.